über 15 Jahren ist Uschi Belada von Uschis Bastelwelt für ihre Kundschaft da. Nun im Eurocenter in Öd. Aus unserem breiten Sortiment möchte ich jetzt nur ein paar Punkte auszupfen. Und zwar das Kerzengestalten, Hochzeit, Taufkerze, kommt zu uns, wir zeigen euch es oder wir fertigen es für euch an. Das nächste wäre das Strickfilzen, das heuer sehr modern ist. Wird auch alles im Geschäft erklärt. Ihr könnt jederzeit kommen, ihr könnt jederzeit fragen, ob groß, ob klein. Nähzubehör ist auch ganz was Wichtiges. Das haben wir. Oder wir erweitern das Programm, wenn mehr Nachfragen sind. Uschi Belada und ihr Team haben ein Gespür für die Trends und geben diese an ihre Kunden in regelmäßigen Workshops weiter. Momentan Trend ist zum Beispiel das mit den Espresso-Kapseln, verschiedene Schmuckteile machen, vom Ring bis zum Armband über Halsketten, und wir schreiben die Kurse aus. Die Leute können sich jederzeit melden und im Anschluss sind sie eigentlich recht zufrieden. Für all jene, die noch ein bisschen Nachhilfe in Sachen Handwerken und Basteln brauchen, kein Problem. Auch dafür hat man in Uschis Bastelwelt vorgesorgt. Sie werden ab Juli im Internet unter unserer Website oder im Schaufenster zu ersehen sein. Die Anmeldung, bitte kommt ins Geschäft, dort meldet euch an. Kreatives Gestalten und Handarbeiten soll dafür da sein, dass die Leute miteinander was machen. Weil man daheim alleine ist, ist oft nicht so lustig als in der Gesellschaft, wo man ein bisschen plaudert. Wenn wir einen Kurs machen, dann machen wir es so, dass wir an einem Abend das fertig haben, wenn möglich. Ja, nicht 3-4 Abende und dann ist das Kind krank und dann kann ich nicht gehen. Sondern ihr sollt heimgehen mit einem super tollen Stück, wo es euch gefreut und sagt, das habe ich gemacht, das zeige ich jetzt daheim meinem Partner. Und der sagt, wow. Uschis Bastelwelt ist ein Treffpunkt für alle, die gerne basteln und kreativ gestalten. Also ich mache jetzt ein Musterstück, das wird ein Kreuz aus Perlen, damit man sieht, was man aus Perlen alles machen kann. Und das hängt man dann auf ein Velourband, dass man es als Halsketten tragen kann. Und zum Kerzen machen braucht man also eine Kerze, logisch, und Verziermaterialien. Das sind Wachsplatten, Wachsstreifen. Man kann aber solche Wachsplatten auch selbst herstellen. Und dazu benötigt man ein Kaustik, also geschmolzenes Wachs. Ich stricke alles, was Sie wollen. Socken, Schals, Pullover. Ich stricke seit meinem 6. Lebensjahr. Ganz egal, was anfällt, ich stricke alles. Ich möchte euch da jetzt wirklich nur sagen, ich habe mir meinen Traum erfüllt. Ich bastel seit meinem 4. Lebensjahr stricken, kreatives Werken und das. Ich möchte euch da ein Stückchen davon an jeden schenken, weil es ist eine wunderbare Welt, weil es ist eigentlich eine Meditation, die der Seele gut tut. Und in der heutigen hektischen Zeit gibt es nichts Besseres, als dass man der Seele ein wenig einen Balsam gibt. Im Eurocenter Öd ist der neue Standort von Uschis Bastelwelt Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie donnerstags und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.